Ja, so, Lally, wir sind wieder auf der verlassenen Raumstation, wo wir ja eigentlich Unterschlupf suchen hätten wollen. Haben wir für 5 Sekunden und jetzt müssen wir fliehen und fliegen nach Linz. Mal schauen, wie wir das schaffen. Schon wieder? Wieso explodiert die da? Wieso explodiert? Oh Gott, oh Gott. Radioaktive Strahlung haben wir auch noch. Danke. Denn jetzt geflogen. So ging das Lichtportal-Ding oder was auch immer das sein soll. Ist das eine Bombe oder was war das? Das war auf jeden Fall nicht gut. Die radioaktive Strahlung ist ein bisschen lästig. Ja, das Ding da, das. Aber wir halten uns eigentlich ganz gut. Wieso? Jetzt sind es nicht mehr drei. Also wir haben uns auf jeden Fall besser geschlagen als gegen die Marine von New York. Manhattan, wo sag ich mal. Das Ding ist noch fit. Das ist geil. Und tschüss. Radar ist sauber. Guter Kampf. Aber es kommen bestimmt mehr. Wir müssen zu Trents Wild in Leeds. Das Sprungtor wird ganz sicher bewacht. Sinclair, wie ist Ihr Status? Eine Idee, wie wir hier rauskommen? Ich bin okay. In der Nähe ist ein Sprungloch nach Cambridge. Das ist die beste Chance. Von dort sollten wir leicht nach Leeds kommen. Okay, dann los. Sagen Sie, warum sind Sie hergekommen? Bestimmt nicht nur, um mir das Artefakt zu bringen. Doktor, seit Trent das Artefakt in Besitz hat, werden wir gejagt. Zuerst von der Liberty Marine, dann von Kopfgeldjägern, jetzt von den Rheinländern. Alle scheinen es zu wollen, und wir wissen nicht mal, was es ist. Ein Freund sagte uns, Professor Quintain könnte Licht in die Sache bringen. Und Quintain ist verschwunden? Sein Labor wurde zerstört. Der einzige Hinweis kam von Ihrem Piloten Vance. Er sagte uns, wo wir sie finden. So, dann drücken wir mal rein. Da ist das Sprungloch. Trent, sie zuerst. Ich weiß, dass das Sprungloch ist. Ich hab's ja schon angeduckt. Ein natürliches Sprungloch in der freien Wildbahn. Und wir gehen rein. So. Wenn wir rausgekommen, wenn wir gleich wieder oben, da haben wir mal 5 Sekunden Ruhe. Wir müssen nach New London und von dort nach Leeds. Hier dürften die Rheinländer uns nicht suchen, aber wir müssen weiter sein. Mir nach.
Koordinaten. Wir müssen wissen, was mit diesem Artefakt ist. Warum wollen es alle haben? Keine Ahnung. Ich fand es auf dem Planeten Pyga und wusste gleich, dass es von großem archäologischem Wert ist. Ich sollte nach Cambridge Professor Quintains Expertenmeinung einholen. Aber dann wurde das Artefakt gestohlen und ich ging nicht nach Cambridge. Ich habe den Professor seit Jahren nicht gesehen. Verdammt, ich schätze, wir fliegen am besten nach Leeds und orientieren uns neu. Hm. Gute Idee. Ja, ich werde uns dazwischen auch wieder... Hab ich's gesagt? Halt! Wir tun ihnen nichts. Also. Wir wollen sie warnen. Warum sollten wir ihnen trauen? Weil nur wir sie hier rausbringen können. Die Rheinwehr überwacht alle Sprungtore und Sprunglöcher aus diesem System. Sie haben ein Artefakt, das sie suchen. Und die wissen, dass sie hier in Cambridge sind. Warum erzählen sie uns das? Überleben. Wir brauchen sie genauso wie sie uns. Wir fliegen zu einem Sprungloch, das uns direkt nach Leeds bringt. Es wird beobachtet, aber die bewachen es nicht gut, weil nur sehr wenige davon wissen. Zusammen könnten wir uns den Weg freikämpfen. Ich glaube Ihnen. Gut, wir kommen mit Ihnen. Folgen Sie uns. Wir laden die Koordinaten hoch. Was ist Ihr Plan? Unser Geschwader wurde vor kurzem mit Tarnvorrichtungen ausgerüstet. Sehen seltsam aus, funktionieren aber. Wir tarnen uns, bevor wir das Sprungloch erreichen. Man wird sie für leichte Beute halten, aber wir sorgen für eine kleine Überraschung. Danke, Holger. Das ist einmal nett, ne? Die anderen Beefkes wollen uns umbringen, die helfen uns. Ist ja sicher Bayern. Mit denen haben wir Österreicher schon immer gut gehört. Jungs, wenn das erledigt ist, gibt es ja Weißwurst, Bier und ein Brezen, dann sind wir alle happy. Und der Jochen ist auch dabei. Nein, das war der Uwe. Jochen Wiedemann und Holger Schmidt. Verdammt, ein Schlachtschiff blockiert das Sprungloch. Was sollen wir jetzt machen? Wir kümmern uns um das Schlachtschiff. Funkstille halten. Okay. Wir warten mal. Ich sehe gleich noch. Ich sehe gleich nicht mehr. Bye bye. Wie Sie wollen, an alle Jägergeschwader, angreifen, zieht auf die Triebwerke. Eine Falle, Torpedos im Anflug, Ausweichmanöver. Wir sind getroffen, alle Mann von Bord, wiederhole. Gut, das heißt, die 4-5 Jäger da müssen wieder erledigen. Das Schiff schaut irgendwie aus wie ein AT-AT, nur am Weltraum. Brav, Jungs. Danke, Jochen und Holger. Das Gute ist, wir haben jetzt Verstärkung, wir sind zu fünft. Haha! Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr so ein Opfer. Aber die Schilde fressen die Kanonen, die die haben, ganz schön gut, muss ich sagen. Ja, da einer im Visier, Jungs. Wir sind
Hendrik. Ja, ich glaube, jetzt haben wir zwei. Jo. Der geht schon wieder auf meine Schüler erst. Das ist ungut. Ja, wir sind zu fünf. Ja, tschüss. Ich finde es nett, dass ich mal als erster andocken darf. Das ist super freundlich. Ja, im ersten Moment haben wir durch, ne? Mit Ansage Rheinländer, aber die haben uns doch jetzt tatkräftig unterstützt, weil mit dem Kreuzerzerstörer-Dingens, du Schlachtschiff, hätten wir ein bisschen ein Problem, glaube ich, gehabt. Tja, was haben wir jetzt? Danke für Ihre Hilfe. Keine Ursache, aber es ist noch nicht vorbei. In Rheinland ist etwas passiert und das Schlimmste kommt wohl erst noch. Wir fliegen zur Norfolk und ergeben uns. Vielleicht glaubt jemand vom bretonianischen Militär unsere Geschichte. Ihnen viel Glück. Die Handelsroute nach Leeds ist in der Nähe. Wir sollten gehen. Wen treffen wir denn auf Leeds? Einen alten Freund von Trent. Das wird interessant. Wieso ergeben die sich? Wieso schließen sie denn nicht uns an? Und warten wir zu fünft. Wir hätten voll die Feuerpower und Predator-Tarnschiffe und so. Ja, okay, da können wir andocken. Das macht Sinn. Ja, wunderbar, dann haben wir es geschafft. Jo. War jetzt dank der Sinclair mit ihrem fetten Kreuzer. Benutzen Sie die Handelsroute, wir sind fast da. Also, eigentlich ist das kein Kreuzer, sondern Transportschiff. Oh, das Schiff war super zum Diamanten hin und her transportieren. Und wie gesagt, es ist, ich glaube, 6 Turrets können auf das Ding passen, also... Ich kann kaum glauben, dass wir es geschafft haben. Jo. Stimmt, nicht Rede wert, weil wir fliegen sowieso wieder. Sowieso andauernd. Für uns ist das unser täglich Brot. Zum Landepunkt erteilt, Sie dürfen jetzt zum Landepunkt. Ja, danke. Jetzt haben wir vorerst einmal safe. Trent, wo sind Sie gewesen? Ich habe mir Sorgen gemacht. Aber ich sehe, Sie sind in guter Gesellschaft. Ich darf Tobias vorstellen. Richard Winston Tobias, Anwalt. Hoch erfreut. Tobias hat mich quasi aufgezogen. Von der guten Kinderstube. Ist heute aber nicht mehr sehr viel übrig. Danke. Alles klar, uns ist niemand gefolgt. Gut. Wen haben wir denn da? Noch eine Dame? Sagen Sie mal, Junge, was haben Sie denn getrieben? Tobias, wir müssen irgendwo für eine Weile abtauchen. Können Sie die Schrift auf dem Artefakt entziffern? Das meiste schon, aber nicht allein. Ich brauche Quintain. Mist. Ob es uns gefällt oder nicht, wenn wir antworten wollen, müssen wir diesen Quintain finden. Ich wusste, dass Sie das sagen würden. Das kann aber eine Weile dauern. Dr. Sinclair arbeitet an der Entschlüsselung und ich suche nach Hinweisen auf Quintain. Tun Sie derweil ein paar Jobs auf, wir könnten die Credits brauchen. Jedenfalls will ich nicht, dass Sie hier rumhängen und Maulaffen feil halten. Was für ein schöner Blick. Einen schöneren Anblick habe ich noch nie gesehen. Oh Mann. Das ist so ein alter Charmeur. Aha, Stufe 10. Wahrscheinlich muss ich jetzt die Stufe 11 erreichen. Wieder mal ein paar Credits dazu verdienen, aber wird kein Problem sein.
Die Harlequin-Teufel an der Wand, die sind irgendwie ein bisschen strange, aber ja. Reparatur abgeschlossen. So, haben wir da irgendwas? Verkaufen. Geht das andere Zeugs los mal, weil falls uns mal wieder was abfällt, man weiß ja nicht. Haben wir das soweit mal erledigt. Und so gehe ich wieder mal danke fürs Zuschauen und in der nächsten Folge suchen wir den Professor Quintain. Bis dahin, macht es gut und pfiat euch!